Hier ist ein nächstes neuronales Netz, wo wir mehr als einen Output haben. Okay, geht natürlich auch. Entsprechend nimmt hier diese Anzahl an Pfeilen zu, die man da reinmalen muss. Es wird also immer nerviger, solche Diagramme zu malen. Deswegen lässt man die Pfeile irgendwann weg. Aber in diesem Fall habe ich mal alle reingemalt. Und da sehen wir jetzt, dass wir hier in der Mitte haben wir nicht mehr nur bei zwei Inputs und einem Output hatten wir genau zwei Pfeile. Ja, jetzt haben wir bei vier Inputs und drei Outputs haben wir 12 Pfeile, ja, weil jeder mit jedem verbunden ist. Entsprechend haben wir jetzt auch 12 Stellschrauben und die werden jetzt in eine Matrix reingeschrieben. Das ist jetzt also nicht mehr ein Vektor W, den wir mit unserem X multiplizieren, sondern jetzt haben wir so eine ganze Matrix W, die wir mit unserem Vektor multiplizieren. Ja, wir können also jetzt diese Operation, diese erste Schicht von da nach da, können wir jetzt also als Matrix-Vektor-Multiplikation schreiben. Aber immer noch alles relativ einfach und linear und die Ableitungen funktionieren immer noch genauso. Ja, das ist also nicht viel komplizierter, außer dass es jetzt eine Matrix ist. Ja? Die sogenannte Gewichtsmatrix hier. Gut, im Folgenden zeige ich Ihnen noch ein paar sehr wunderbare Darstellungen aus einer Vorlesung aus Stanford von Fei-Fei Li, Justin Johnson und Serena Young. Die Slides benutze ich auch in meiner Deep Learning Vorlesung, einfach weil die so gut gemacht sind. Ja? Und außerdem, weil die Leute mir das auch erlaubt haben. Also die reagieren gleich auf E-Mail und sagen, ja klar, können Sie benutzen, prima. Also kommen jetzt hier so ein paar Slides von denen, die Sie jetzt auch verstehen sollten, ungefähr jedenfalls. Wie ist das jetzt zum Beispiel mit Bildklassifikation, mit diesem ganz einfachen Modell, was wir gesehen haben bisher? Herein kommt also so ein Bild und heraus soll eine Kategorie kommen. Ja, das ist also so ähnlich wie Ziffernerkennung, nur dass ich jetzt nicht Ziffern erkenne, sondern ich erkenne jetzt, ob es ein Hund oder eine Katze oder ein LKW oder ein Flugzeug ist. Okay? Zunächst mal, was ist jetzt ein Bild? Ein Bild ist einfach nur so eine riesige Folge von Zahlen. Ja? Und zwar können Sie das sehen an Ihrem Computer, wenn Sie da mal ein Foto aufmachen, was Sie mit dem Handy gemacht haben und Sie zoomen da immer weiter rein. Irgendwann sehen Sie so Blocks, ja, die einzelnen Pixel. Ja, und da Sie genug davon haben und Ihr Bildschirm eine sehr hohe Auflösung hat, kann Ihr Auge das dann gar nicht mehr unterscheiden, wenn man die Bilder normal sieht. Aber wenn Sie da ganz stark ranzoomen, dann sehen Sie, dass es eigentlich einzelne Quadrate sind, wo innerhalb eines Quadrates eine bestimmte Farbe nur drin ist. Okay? Und das sind hier diese Zahlen, die man da also hat. Und genau genommen, diese Zahlen im Computer, das sind immer Zahlen zwischen 0 und 255. Warum das? Weil 255 ist 2 hoch 8 ungefähr. Das sind genau 8 Bit. Und 8 Bit ist so eine Repräsentation von Zahlen im Computer. Okay? So, ein normales Farbbild hat jetzt also nicht nur diese Zahlen, sondern hat davon außerdem noch 3. Also wenn ich meinetwegen 800 mal 600 Pixel Kamera habe, ja, und habe Farbe, dann habe ich für jede Farbe sozusagen so ein Bild fotografiert. Und zwar gibt es einen Rotkanal, einen grünen Kanal und einen blauen Kanal. Ja? Und das ist kein Zufall, dass es RGB ist. Das entspricht genau Ihren Zäpfchen oder Stäbchen, das kann ich nie behalten. Eins von beiden ist für die Farbe zuständig und davon gibt es 3 Sorten, genau für diese 3 Farben. Und im Computer wird es genauso gemacht. Ja? Das heißt also, Sie haben zu jedem Pixel, den Sie dann sehen auf dem Bildschirm, um die Farbe zu repräsentieren, speichern Sie 3 Zahlen ab, von 0 bis 255. Das heißt also, Ihr Handy, wenn Sie damit ein Foto machen, eigentlich machen Sie kein Foto, sondern Sie erzeugen Matrizen. Ja? Das ist also ein Matrix-Creator, so eine Kamera. Ja? Und Sie machen sogar pro Knopfdruck direkt 3 Matrizen, die Sie erzeugen. Eine für Rot, eine für Grün, eine für Blau. Okay? Und jetzt ist die Frage, jetzt haben Sie diese Matrix im Computer drin und wenn Sie sich das angucken, sehen Sie da sofort eine Katze, weil Sie sich mit sowas auskennen. Aber die Aufgabe ist es jetzt, ein Computerprogramm zu schreiben, der diese Zahlen nimmt und dann ausrechnet, da ist eine Katze zu sehen. Ja? Das ist natürlich wieder furchtbar schwierig. Das ist viel, viel schwieriger noch als Ziffern zu erkennen, wo man sich noch vorstellen könnte, ja, irgendwie kann ich beschreiben, da oben ist ein Strich, da ist ein Strich und so weiter. Bei Katzen ist es schon sehr, sehr viel, viel schwieriger, weil es, ja, wie beschreibt man, dass irgendwas Fell ist oder sowas? Ja, wie unterscheidet sich das denn von Mauerwerk oder von sonstigen Sachen? Das heißt, das ist ein typisches Beispiel für Machine Learning. So, hier ist ein ganz einfaches Modell und im Prinzip ist es genau das Modell, was wir gerade gesehen haben. Herein kommt das X. Ja, und was ist jetzt dieses X? Naja, das ist jetzt so ein Bild, 32 mal 32 Pixel jetzt nur, also viel einfacher, viel kleineres Bild, mal 3. Ja, und wenn man das multipliziert, dann kommen da 3072 Zahlen raus. Und diese 3072 Zahlen, die werden einfach in einen langen Vektor reingeschrieben. Das heißt, wenn Sie sich diesen Vektor angucken, dann sehen Sie da keine Katze mehr. Aber wenn Sie den Vektor wieder so auseinanderschneiden und wieder so zweidimensional anordnen, dann sehen Sie da wieder die Katze.
Ja, Sie haben einfach das Bild, die ganzen Spalten von Ihrem Bild sozusagen übereinander gemacht in einen langen Vektor. Und das ist dieses x. Ja, das geht rein. Eben hatten wir zwei Inputs, jetzt haben wir 3072. Dann haben wir hier eine Matrix 10 mal 3072. Ja, die Anzahl der Spalten muss ja zu diesem Vektor passen, deswegen sind es 3072, weil Matrix mal Matrixmultiplikation funktioniert ja so, dass man über diese Zeilen iteriert und gleichzeitig über die Spalte, über die Spalten iteriert hier und gleichzeitig über die, Moment nochmal zurück, über die Zeile iteriert der linken Matrix und über die Zeilen sozusagen der rechten Matrix, genau. Deswegen müssen das gleich viele sein, okay? Und dann mal 10, weil ich möchte am Ende 10 Outputs haben. Eben haben wir das Beispiel gehabt mit zwei Klassen, mit so einer geraden Linie. Da ist das ganz einfach, da kann man dann sagen, entweder bin ich links davon, die Zahl ist positiv, oder rechts davon, die Zahl ist negativ. Kann ich also zwei Klassen mit repräsentieren. Wenn ich das mit 10 Klassen machen will, geht das nicht mehr so einfach. Und dann mache ich es ein bisschen anders. Dann erzeuge ich mir einfach 10 Zahlen hier und sage, jede der Zahlen ist für eine meiner 10 Klassen zuständig. Und die Zahl, die am größten ist, gewinnt. Okay, das ist also die Klasse, wo ich dann sage, was es ist. Dann gibt es wieder diesen Bias und der muss auch 10 Zahlen enthalten, weil ja dieses Ding mir hier 10 Zahlen ausspuckt. Sie sehen, das ist also jetzt ein bisschen allgemeiner als das super einfache neuronale Netz, das wir gerade gesehen haben, aber nicht viel. Ja, es ist schon sehr, sehr ähnlich. Okay? Und das ist unsere Funktion f von x, w. Genau genommen, b. Ja, dieser Bias ist auch ein Parameter. Aber der wird dann typischerweise mit diesem Trick, den wir gerade gesehen haben, weggelassen. Indem man hier einfach noch einen 3073. Eintrag macht, wo man dann eine 1 drin abspeichert und dann verschwindet sozusagen dieses B. Ja. Gut, vereinfacht passiert hier Folgendes. Sie haben also hier irgendwie Ihr Katzenbild, jetzt nur noch 2x2 Pixel, damit es noch einfacher ist. Und Sie multiplizieren das mit einer Gewichtsmatrix. Ja, das Bild wurde also transformiert in einen Spaltenvektor und Sie multiplizieren das mit dieser Gewichtsmatrix, addieren noch ein Bias drauf und bekommen damit drei Scores raus. Einen Katzenscore, einen Hundescore und einen Schiffscore. Ja, und wie Sie sehen, der Hundescore ist jetzt hier am größten. Das heißt, die Parameter, die da aktuell eingestellt sind in diesen bunten Boxen, die sind noch total schlecht. Ja, die machen es völlig falsch. Die glauben, dass es jetzt hier ein Hund ist. Okay? Und an diesen Stellschrauben muss man jetzt halt drehen, sodass dann am Ende da eine Katze erkannt wird. Aber was man jetzt hier auch sehen kann, die Operationen, die man hier macht, sind relativ simpel. Ja, wir machen wirklich nur Plus und Mal. Das ist alles, was hier passiert. Sonst passiert hier nichts. Nur Plus und Mal. Ist also die Frage, ist das hier wirklich fortgeschrittene Mathematik, höhere Mathematik? Nein. Ja, und da möchte ich das nochmal betonen. Um jetzt hier einen Classifier, also ein W und ein B, auf so einen Bildvektor anzuwenden, was für Mathematik brauche ich denn wirklich? Ja, da brauchen wir also nur Addition und Multiplikation und das lernen Sie in der Grundschule. Ja. Also die Anwendung eines Classifiers erfordert Grundschulmathematik. Ja, und das Training eines Classifiers haben wir gerade schon gesehen. Da muss man Ableitungen ausrechnen. Das ist also, ja, so Gymnasium vielleicht. Ne. Das ist also Kurvendiskussion, Mathe-Grundkurs, sag ich mal. Ja. Gut, also die Sachen, die sind eigentlich ganz einfach, trotzdem sind sie so mächtig, weil sie halt sie kommen halt daher mit Tausenden von Parametern und dadurch werden die Funktionen plötzlich so kompliziert. Aber die zugrunde liegenden Operationen sind total primitiv. Es ist nur Plus und Mal, ja, einfachst möglich. Prima, wenn man das jetzt macht und trainiert, ja, dann kriegt man jetzt, das hier sind so Trainingsbeispiele, diese Funktion jetzt trainiert. Was heißt jetzt trainieren? Trainieren heißt Gradientenabstieg auf den Einträgen von W und Gradienteneinstieg auf den Einträgen von B. Oder am Mischpult stehen und an diesen ganzen Schiebereglern drehen, bis der Trainingsfehler möglichst niedrig ist. Okay? Dann kann man sich diese Zeilen anschauen auch. Ja, wir wissen ja, diese Matrix W, wie groß war die? Die war 10 mal 3072 groß. Und 3072, das war ja gerade 32 mal 32 mal 3. Ja, das war ja genau die Größe von diesem Bildchen. Das heißt, so eine Zeile in diesem Gewichtsvektor W, in dieser Matrix W, so eine Zeile kann ich mir auch als Bild darstellen, indem ich das wieder umsortiere. Ich nehme mir also die erste Zeile raus. Schauen wir nochmal, wofür die zuständig war. Die war wahrscheinlich für die Katzen zuständig. Ja, die erste Zeile hier, die berechnet mir so eine Art Katzenscore. Die kann ich nehmen und mir als Bildchen darstellen. Und dann bekomme ich so ein Bildchen hier raus. Okay? Und genauso kann ich das für den Autoscore machen und so weiter. Und jetzt so richtig viel sieht man hier nicht.
Aber das sind sozusagen die Prototypen, so wie dieses neuronale Netz jetzt die Welt sieht. Ja, wenn ich also irgendwas habe, was einen grünen Hintergrund hat, wo ich sowas Blobartiges in der Mitte habe, dann ist es vermutlich ein Vogel. Ja. Das ist natürlich nicht besonders gut und besonders clever, aber das ist ausreichend, um Vogel von Autos, Flugzeugen, Katzen und Hunden zu unterscheiden. Ja? Und das reicht, das ist alles das, worauf wir trainiert haben. Ja, dann gibt es noch dieses Dir. Dieses Dir, das ist so ähnlich wie, ja, das ist, glaube ich, einfach ein Hirsch oder sowas, ein Reh. Das hat auch einen grünen Hintergrund, wird also oft verwechselt mit dem Vogel wahrscheinlich. Ja? Dann gibt es hier noch das Auto, das scheint man sogar zu erkennen. Das sieht aus wie so ein Auto, was so auf einen zufährt. Ja? Und woran liegt das, dass die Autos gerade so aussehen in der Dataset? So waren halt unsere Trainingsdaten. Wenn ich nur Fotos von Autos habe von vorne, ja, dann kommt das halt raus. Dann glaubt das neuronale Netz, dass halt Autos so aussehen. Wie ist das mit dem Flugzeug? Flugzeuge fliegen am blauen Himmel. Ja, deswegen sieht man da halt so was Blaues. Das ist also das Relevante. Das funktioniert also relativ primitiv. Hunde, gut, da weiß ich jetzt nicht, was das ist. Könnte sein, dass Hunde immer auf hässlichen Ledersofas fotografiert werden und die werden von diesem Ding erkannt. Ja, das könnte sein. Frösche sind grün. Ja, das ist irgendwie einfach. Hier sieht man irgendwie sogar den Schatten eines Pferdes. Also ich sehe da was. Typischerweise aber ein Pferd mit zwei Köpfen. Weil wahrscheinlich waren genauso viele Pferde drin, die nach links gucken, wie die nach rechts gucken. Ja, und das Ding hat das halt irgendwie mitgekriegt, ja, dass manche nach links und nach rechts gucken. Schiffe sind im blauen Wasser, Trucks sehen so ähnlich aus wie Autos, aber werden wahrscheinlich seltener in der Garage fotografiert. Das hier hinten sieht aus wie eine Wand und das hier oben sieht irgendwie aus wie Himmel bei schlechtem Wetter. Ja, hat man dann aus Langeweile den Truck vor sich fotografiert oder sowas. Ja, das ist jetzt hier die Storys, die man dazu erzählen kann. Aber das Ding funktioniert einigermaßen auf dieser Trainingsdataset und es ist super primitiv. Es hat wirklich nur diesen einen Layer, rechnet da so eine Linearkombination aus, ja, und das ist alles. Grafisch kann man sich das so vorstellen, es gibt diesen Raum der Bilder, gemalt sind natürlich jetzt hier nur zwei Koordinaten, die sind hier alle irgendwie angeordnet. Genau genommen ist der Raum natürlich 3072 dimensional, ja. Was aber jetzt auch nicht so viel anders ist. Da kann man auch gerade Linien reinmalen und sagen, auf der Seite ist das, auf der anderen Seite ist das andere. Und diese einzelnen Zeilen jetzt hier, die kann man auch mit so geraden Strichen darstellen. Ja, und dieses Training führt also dazu, dass die geraden Striche da so reingelegt werden, dass alle Autos auf der einen Seite sind und alle anderen Sachen auf der anderen Seite. Ja, also so funktioniert dieses Teil, so grafisch betrachtet. Gut. Bisher haben wir nur Single-Layer-Neural-Networks gehabt. Ja? Da war einfach nur ein Input und dann wurde irgendein Output berechnet mit einem Layer. Aber natürlich kann ich das auch öfter machen. Ich kann also auch noch mehrere Hidden Layers einführen, ja, und habe dann entsprechend noch mehr Parameter. Ja? Ich kann also die Rechenergebnisse, die Zwischenergebnisse nehmen und nochmal weiter verwurscheln zu weiteren Ergebnissen und zu weiteren Ergebnissen. Und dadurch wird es natürlich immer komplizierter. Ja? Aber auch hier, die Grundidee ist wieder Gradientenabstieg. Nur jetzt ist es nicht mehr so einfach. Jetzt wird die Formel ein bisschen komplizierter. Aber es gibt dann einen geschickten Algorithmus, der heißt Backpropagation. Ja, Backpropagation ist im Wesentlichen basiert darauf, dass man die Kettenregel anwendet. Ja, und die kann man halt entlang von diesem Ding anwenden. Weil, naja, einerseits ist das ja die Funktion von x bis ganz hinten, bis zu dem y, kann ich ja zerlegen in die Funktion von x in den ersten Layer, in den nächsten Layer und dann noch einmal. Das heißt, ich habe so mehrere Funktionen, die ich nacheinander anwende und damit rechnet man halt Ableitungen aus, indem ich die Kettenregel anwende. Ja? Das heißt also, wenn Sie das Celebrated Backpropagation Paper sich anschauen, den Insight, den die gehabt haben, war, dass man die Kettenregel benutzen kann aus der Kurvendiskussion, aus der 12. Klasse, 13. Klasse, sowas. Ne? Ja, je nachdem, wie alt Sie sind. Gut. Entsprechend gibt es natürlich mehr Parameter jetzt. Hier gibt es eine ganze Matrix von Parametern. Ja, das hier ist eine 3x4 Matrix in diesem Fall. Hier gibt es eine zweite Matrix mit Parametern. Alle Einträge hier von den Pfeilen. Das hier ist jetzt eine 2x3 Matrix. Okay? Und dann stehen jetzt hier noch solche Sigmas. Ja, die Sigmas, das sind so Nichtlinearitäten, so nennen die sich. Ja, diese Matrixmultiplikationen sind ja Linearitäten, das sind lineare Funktionen. Und mit dem Sigmas passiert sozusagen sowas, so eine Kompression zwischen 0 und 1 oder sowas, was auch eine normale Nervenzelle macht. Es ist auch essentiell, wenn man die weglässt sozusagen, dann funktioniert das alles nicht mehr so gut. Ja, das hat tiefer gehende Gründe. Ja, so tief auch nicht, ich sage es Ihnen einfach. Wenn man diese Sigmas weglassen würde, ist das so, als hätte man eine lineare Funktion
von Anfang bis zum Ende. Ja, das heißt, man braucht gar nicht mehrere Schichten, sondern man kann einfach vom Anfang bis zum Ende direkt mit einer linearen Funktion rechnen, weil die Kombination zweier linearer Funktionen ist wieder eine lineare Funktion. Okay? Lineare Funktionen waren die, die man mit Matrizen schreiben kann. Okay, das heißt, wenn ich mehrere Matrizen aufeinander lasse, kann ich die auch erst die Matrizen zusammenrechnen und habe dann eine kompliziertere Funktion. Indem ich da jetzt noch dieses Sigma dazwischen schalte, passiert wirklich irgendwas Interessantes hier. Und es ist irgendwie, ich kann kompliziertere Funktionen lernen, das ist der Vorteil. Okay, gut. Das ist noch Beschreibung, was es ist. So, hier sind nochmal die Netze vom Anfang. Ja, jetzt wissen Sie also ungefähr, was hier passiert. Ja, von hier nach hier wird im Prinzip eine lineare Funktion ausgerechnet, beziehungsweise da werden einfach irgendwelche Gewichte mit den Input-Variablen multipliziert und alles aufsummiert. Und zwar für jeden Eintrag hier, der hier ist, wird irgendwie hier so eine Summe, so eine gewichtete Summe in diesem Bild gebildet. Und das Gleiche gilt auch für so etwas Komplizierteres wie hier. Man fragt sich, ja, wie kommt man jetzt auf diese geniale Struktur sozusagen, das muss ja wahnsinnig viel Arbeit gewesen sein, das hier alles so zu designen. Typischerweise würde ich ausprobieren. Ja? Also die Größen, die Anzahl der Schichten, beziehungsweise wie groß dann diese einzelnen Schichten dann sind, die wurden so gewählt, dass es gerade noch auf die GPU passte, die der Student hatte. Ja? Das sollte also möglichst komplizierte Funktion sein, die gerade noch auf den Rechner passte. Ja? Warum verzweigt sich das hier einmal nach da und dann geht es sogar nach oben in so ein paralleles Netzwerk? Der Grund war, der Student hatte nicht nur eine GPU, sondern zwei GPUs. Das heißt, er lässt also den unteren Teil auf einer GPU rechnen und den oberen Teil auf einer anderen GPU. Ja, daraus ergibt sich das. Und sonst möglichst kompliziert, möglichst viele Parameter. Ja, und damit gewinnt man dann diese Challenge. Also die Challenge nochmal, das war sozusagen so eine schwierigere Challenge als jetzt diese MNIST Digits. Lange Jahre wurden diese MNIST Digits genommen, also diese handgeschriebenen Ziffern mit 60.000 Trainingsbeispielen und 10 Klassen. Das war schwer genug, sich da die Zähne dran auszubeißen. Aber irgendwann waren die Methoden, die es gab, gut genug dafür. Ja, und dann kam, ich meine, Fei-Fei Li, die auch hier unten drauf steht, und sie hat dann eine neue Dataset erzeugt. Und Sie kennen vielleicht WordNet, wenn Sie mit Texten arbeiten oder sowas. Das ist so eine Art kompliziertes Wörterbuch für englische Wörter. So eine ganze große Netzstruktur, wo die einzelnen Wörter aufeinander verweisen und so weiter und so fort. Da gibt es also meinetwegen das Wort Dog oder Hund. Ja, und das verzweigt sich dann in alle Unterklassen von anderen Hundesorten und so weiter und so fort. Und das hat sozusagen Fei-Fei Li nachgemacht für Bilder. Und hat dann diese Dataset gemacht mit 1,4 Millionen Bildern als Trainingsdaten und 1000 Objektklassen. Und als es rausgekommen ist, sozusagen, haben die aktuellen Methoden auf so einer großen Dataset praktisch keine Chance gehabt. Ja. Hier kann man ja mal gucken, was jetzt hier so ein typischer Output ist. Das ist das Bild, was reingeht. Und der Output ist eine Scale, eine Waage. Ja. Kann man erkennen, ja, das hat irgendwas mit einer Waage zu tun. Das ist so eine Waagschale, wenn man das genau sieht. T-Shirt, ja, T-Shirt ist auch drauf. Eine Steel Drum, das ist das Richtige, das ist sozusagen wirklich so eine Steel Drum. Drumsticks sind auch da und eine Mud Turtle. Ja, eine Mud Turtle ist so eine besondere Schildkröte. Da fragt man sich, wo ist die denn hier in dem Bild eigentlich zu sehen? Aber die ist auch zu sehen, wenn Sie sich vorstellen, dass diese Steel Drum jetzt nicht nach innen gewölbt ist, sondern nach außen gewölbt ist, dann sieht das aus wie ein Schildkrötenpanzer. Ja, das ist also gar nicht so dumm, was jetzt hier dieses neuronale Netz da ausgespuckt hat. Okay? Gut, und so weiter und so fort. Kann man drauf trainieren. Jedes Jahr gab es da so eine Competition und jedes Jahr wurde alles komplizierter und komplizierter. Das hier schien kompliziert, aber man kann das alles noch viel komplizierter machen. Und man kann also neuronale Netze mit Hunderten von Schichten machen, wo man 100-mal nacheinander lineare Operationen und nichtlineare Funktionen anwendet und es immer weiter, weiter, weiter pusht. Gut. Die Performance wurde immer besser, besser, besser. Also am Anfang mit alten Methoden hatte man einen Fehler von 28%. Was schon bei 1000 Klassen gar nicht so schlecht ist, weil immerhin hat man dann ja für 72% der Bilderchen sozusagen die richtige Klasse rausgepickt unter den 1000 Klassen. Das ist schon sehr, 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 sehr beeindruckend, wenn man das erstmal sieht. Und im Jahr 2010, ja, wenn Sie da irgendwie Supervisor oder sowas gewesen wären von einem Studenten, der dann sagt, ich will das jetzt irgendwie verbessern, ich will da nochmal ran an die Dataset, hätten Sie vielleicht gesagt, na, ich glaube, das ist keine gute Idee, bei 1000 Klassen ist 28% ungefähr das Beste, was man so erwarten kann oder sowas. War aber anders.
Es wurden sozusagen immer bessere Methoden. Hier haben wir das neuronale Netz, das AlexNet heißt das. Ja, und der Fehler geht weiter und weiter runter. Ja. Die Human Performance liegt bei 5,1% Fehler. Ja, und das beste neuronale Netz im Jahr 2015 bei 3,5% Fehler, was wirklich sehr niedrig ist. Kann man sich fragen, warum sind die neuronalen Netze hier schlauer? Ja, die kennen halt alle verschiedenen Dalmatiner und Schäferhundrassen und sowas und haben da drauf trainiert. Wenn Sie sich da dran setzen an diese ImageNet-Database, dann sehen Sie da halt einen Hund und dann müssen Sie sagen, es ist jetzt genau die Sorte oder genau die andere Sorte. Ja? Und da hat man halt Fehler, ja? Wenn man sich da nicht mit auskennt. Deswegen ist das also nochmal verbessert worden.